Fast 30.000 Menschen sind jeden Tag mit der Bahn zwischen Berlin und Hamburg unterwegs. Von heute Abend an müssen sie sich auf Umleitungen einstellen. Bis Mitte Dezember wird die Strecke nämlich saniert. Für die Reisenden bedeutet das 45 Minuten mehr Fahrzeit und das ist erst der Anfang. Im August kommenden Jahres wird der Abschnitt erneut gesperrt für mehr als 8 Monate. Auf Pendler Stefan Hoch kommen harte Zeiten zu. Normalerweise braucht er für die Strecke zwischen Wittenberge und Berlin schon rund 90 Minuten. Nun sind es 2 Stunden 15. Und das hin und zurück macht 4,5 Stunden Zugfahren pro Tag. Die Zeit schenkt einem keiner zurück. Egal, ob das morgens ist Arbeitszeit, ich habe Gleitzeit, um Gottes Willen. Ja, aber die Zeit gibt einem keiner. Entweder ich muss die nacharbeiten oder wenn ich abends um 19 Uhr zu Hause bin, das ist Freizeit. Zwischen Berlin und Wittenberge fahren nun nur noch Regionalzüge. Auf dem Rest der Strecke nach Hamburg gibt es großteils Schienenersatzverkehr. Fernzüge fahren während der Bauzeit über Stendal, Salzwedel, Uelzen und Lüneburg. ICEs brauchen bis Mitte Dezember im Schnitt 45 Minuten länger für die Fahrt Berlin-Hamburg. In einem Jahr wird die Strecke dann schon wieder gesperrt und 8 Monate lang generalsaniert. Das ließ sich nicht anders organisieren, so die Bahn. Wir bündeln natürlich so viele Maßnahmen wie möglich in der großen Generalsanierung, die im August nächsten Jahres beginnt. Aber bestimmte Arbeiten dulden keinen Aufschub, müssen jetzt gemacht werden. Zum Beispiel 100 Weichen, 74 Kilometer Gleis und vieles andere mehr. Damit konnten wir nicht länger warten und deswegen gibt es jetzt auch schon die Sperrung ab Freitagabend. Für die Generalsanierung 2025 wird die Strecke vollständig gesperrt. Pendler Stefan Hoch sagt, er wisse noch nicht, wie er dann zur Arbeit kommt.